So, Quick-Tipp 1, Markersignale. Für alle die, die nicht wissen, was das ist, möchte ich das natürlich noch mal kurz erklären. Also wer mich kennt, wer mein Training kennt, der weiß in der Regel, was ein Markersignal ist, weil wir mit Hilfe dessen trainieren. Ich möchte darauf nicht verzichten, weil es unwahrscheinlichen Einfluss hat auf das Training, auf das Tempo des Trainings, Einfluss darauf hat, wie gut die Hunde verstehen, was wir überhaupt von ihnen möchten und natürlich Einfluss darauf hat, dass die Hunde gern mitmachen, weil sich das Verhalten einfach lohnt. Also es wäre gruselig darauf zu verzichten, weil es ist ein wahnsinnig tolles Werkzeug. Dieses Markersignal kündigt, nachdem man es mit seinem Hund aufgebaut hat, dem Hund jederzeit an, hey, das, was du gerade tust, das ist top, das ist klasse, das ist richtig, davon möchte ich mehr. Belohnung kommt sofort. Ja, ihr könnt also mit diesem Markersignal, viele benutzen den Klicker oder ein bestimmtes Trainingswort dafür, könnt ihr sekundengenau erwünschtes Verhalten einfangen bei eurem Hund und es sagt eurem Hund gleichzeitig, die Belohnung ist unterwegs. Es ist also ein Signal, was eurem Hund quasi sagt, das war gut, was ich gerade gemacht habe, weil das lohnt sich ja für mich. Das mache ich also gern öfters. Das mache ich gern von mir aus öfters. Man muss also auch nicht mehr so darum betteln, dass die Hunde irgendwas tun, sondern sie zeigen das Verhalten gern von sich aus, von alleine. Es gibt unwahrscheinlich viele Verhaltensweisen, die rein zufällig passieren. Der Hund schaut einen anderen Hund ruhig an, der Hund bietet mir einen freiwilligen Blickkontakt an, der Hund läuft an lockerer Leine, der Hund hat alle vier Pfoten auf dem Boden, wenn Besuch kommt. All das kann ich super toll mit dem Markersignal auch auf Distanz einfangen und mein Hund lernt sofort, hey, klasse, das war super, das hat sich gelohnt. Das ist ein Markersignal. Voraussetzung ist eigentlich nur, dass wir es aufbauen, dass wir es mit verschiedenen Belohnungen verknüpfen. Da kommen wir aber gleich noch zu. So, Markersignale ändern aber auch die Emotionen eurer Hunde. Ein Markersignal sorgt für Glückshormone bei euren Hunden, weil dieses Signal in dem Moment ja eurem Hund sagt, hey, klasse, da kommt was Tolles. Und dann fühlt der Hund sich gut. Der ist in freudiger Erwartungshaltung. Yippie, ich bekomme was. Ich sage als Beispiel immer, hey, das ist wie wenn ich dir sage, ich schenke dir jetzt 1 Million Euro. Dann fühlt der andere sich auch erstmal, hey, toll, das ist super, klasse. Möchte ich mehr von. Und genauso ist das eigentlich bei den Hunden auch. Also allein das Markersignal, weil es eine tolle Belohnungsankündigung ist, sorgt dafür, dass Dopamin im Hundekörper ausgeschüttet wird. Der Hund sich wohler fühlt, die Emotionen im Hund sich verbessern und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt haben wir ja die Situation, euer Hund, wenn der Angst hat, egal warum jetzt, ob das Silvester Geräuschangst ist oder in anderen Situationen, Angst ist eine Emotion, Angst ist kein Verhalten. Es gibt natürlich Verhalten, was der Hund dann aufgrund dessen zeigen kann. Aber wir setzen halt an der Emotion Angst an. Wir verändern die Emotion in eine, manchmal auch nur kleine, ein kleines bisschen in eine bessere Emotion. Und das ist der Einstieg ins Training. Ich möchte hier noch ganz kurz erklären, wie ihr ein Markersignal aufbauen könnt, für alle die, die das noch nicht kennen. Der Hund muss ja erstmal verstehen, was das Markersignal bedeutet. Wenn ich da einfach so rumklicke, kann der Hund nichts anfangen. Dieses Geräusch sagt dem Hund ja nichts. Also muss der Hund lernen, dass das Markersignal das Versprechen auf eine Belohnung ist. Und das machen wir ganz einfach, indem wir markern, also das Markerwort sagen oder klicken oder ein bestimmtes Geräusch machen. Und sofort danach gibt es für den Hund eine Belohnung. Am besten ist eigentlich immer, man baut dieses Markersignal direkt mit vielen verschiedenen Belohnungen auf, dass es mit wirklich auch mit bedürfnisbefriedigenden Belohnungen verknüpft ist, weil dann wird es besser funktionieren. Der Hund versteht besser, hey, ich bekomme auch mal Belohnungen, die mir wichtig sind. Das ist eine feine Sache. Ihr sucht euch also einen ruhigen Ort ohne Ablenkung, ein Ort, wo euer Hund einfach nur aufmerksam ist, euch vielleicht einfach so anschaut, der muss nicht sitzen, der muss keinen Platz machen, der muss gar nichts tun und da gibt es Gratisgeschenke. Das heißt, ihr gebt das Markersignal. Und dann gibt es die Belohnung. Erst markern, dann die Belohnung rausholen, die der Hund dann immer sofort bekommt.
Also zum Beispiel Klick, Keks, Klick, Keks, Klick, Keks. Das macht ihr so 10, 15 Mal. Das funktioniert über klassische Konditionierung, wird in der Regel sehr, sehr schnell verstanden, sehr schnell gespeichert, gelernt. Und dann hat euer Hund in der Regel verstanden, hey, wenn es Klick macht, bekomme ich eine Belohnung. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Das geht ratzfatz. Das muss nicht über mehrere Tage oder Wochen aufgebaut werden. Klassische Konditionierung funktioniert sehr, sehr schnell. Und der Hund hat das verstanden, weil er muss ja auch nichts tun dafür. Er muss nur verstehen, Klick, Belohnung, Klick, Belohnung. Und das geht schnell. Wir fragen ja kein Verhalten damit ab. So, was bringt euch dieses Markersignal jetzt, wenn eure Hunde Angst haben? Ich hatte es eben gesagt, ihr verbessert damit die Stimmung eures Hundes. Euer Hund fühlt sich ja unwohl, wenn es knallt. Der hat Angst, der ist unsicher. Viele Hunde möchten flüchten, viele Hunde verfallen in Panik. Und dann haben wir einfach das Beispiel, es knallt, euer Hund fühlt sich doof, scheiße, schlecht. Ihr markert sofort direkt nach dem Knall. Ich würde gar nicht auf gucken erst, was macht der Hund, was tut der, reagiert der. Wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, euer Hund reagiert irgendwie ängstlich oder mit Stress bei Knallgeräuschen, markert sofort, wenn es irgendwo geknallt hat. Und dann gibt es eine Belohnung. Und wenn euer Hund noch nicht so sehr gestresst ist, dass er dieses Markersignal auch noch wahrnehmen kann, dass er die Belohnung annehmen kann, dann zaubert ihr bessere Gefühle in euren Hund rein. Die Angst war vielleicht so groß und dann kommt der Marker und sie sinkt. Und dann kommt noch die Belohnung und sie kann noch ein bisschen sinken. Und wenn ihr das ein paar Mal hintereinander macht, dann ist wahrscheinlich die Angst nicht weg, um Himmels Willen. Das wäre ein Wunder. Aber ihr macht den Hund ansprechbarer, ihr senkt den Stresslevel bei eurem Hund, ihr senkt diese blöde negative Emotion Angst und der Hund kann sich einfach besser fühlen. Das ist ganz wichtig. Voraussetzungen dafür, dass diese ganze Sache funktioniert, ist natürlich, dass ihr dieses Markersignal auch anderweitig im Alltag benutzt, mit vielen tollen Verhaltensweisen, mit Belohnungen, mit Spaß haben, einfach mit angenehmen Dingen im Alltag verknüpft. Die Hunde können Sitz machen, ihr könnt beim Rückruf markern, der Hund ist da, dann kommt die Belohnung. Wie ich vorhin sagte, ihr könnt Verhalten einfangen, was ihr gern häufiger haben möchtet, was rein zufällig passiert. Und das sorgt immer mehr, immer weiter dafür, dass dieses Markersignal immer mehr für positive Emotionen sorgen wird. Würdet ihr euch jetzt sagen, okay, ich habe dieses Markersignal aufgebaut, ich benutze das aber nur, wenn es knallt, dann wird es nicht funktionieren, weil es dann irgendwann natürlich auch sehr mit diesem Knall, mit Angst haben generell verknüpft ist. Und das ist kontraproduktiv. Also viele positive Sachen damit erleben, immer im Alltag, wann immer es passt, benutzen und euer Hund wird es lieben und es wird euch ohnehin auch das Training unwahrscheinlich erleichtern. Jetzt muss ich natürlich auch gucken, ich habe eben gesagt, der Hund kann den Marker noch wahrnehmen, wenn es geknallt hat, das ist eigentlich wichtig. Er kann die Belohnung noch annehmen. Jetzt hat man das natürlich auch ganz, ganz oft, dass die Hunde dann gleich so einen hohen Stresspegel haben, dass sie das nicht mehr wirklich wahrnehmen oder dass wir Menschen zumindest den Eindruck haben, der nimmt das nicht wahr. Das ist dann ein Zeichen für mich, ey, da geht gar nichts mehr. Wenn ich dann markere, schadet das nichts. Ich kann meinen Hund verbal loben. Und ihr habt hier unten stehen, ihr müsst motivationsgerecht belohnen. Ein Hund, der Angst hat, der möchte ja eigentlich nicht fressen. Also Belohnung fressen für Angst haben und hier weg wollen, ist überhaupt nicht motivationsgerecht. Motivationsgerecht wäre eine kleine oder etwas größere Distanzvergrößerung vom Angstauslöser. Weil wenn es da geknallt hat, möchte mein Hund vermutlich nach da und dann gehört das mit zur Belohnung. Also nicht nur Kekse, Spielzeug können eine Belohnung sein, sondern ich kann auch sagen, hey, klick, klasse, komm, wir gehen. Und dann fühlt sich mein Hund auch ein bisschen besser, wenn der da in dieser Situation keine Kekse fressen kann. Dann bauen wir ein bisschen Abstand auf. Dann kann er vielleicht 5 oder 10 Meter weiter, ist er ansprechbarer, kann da mal einen Keks nehmen, wenn er möchte. Ja, das ist ganz wichtig. Immer dran denken. Die Top-Belohnung bei Angst ist immer
etwas Distanz schaffen. Der Hund will nicht fressen, der hat ganz andere Sorgen. Genau, da achtet bitte immer drauf, baut dieses Signal auf, nicht nur für das Silvestertraining. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ihr könnt euch ein bisschen da reinfuchsen. Wir haben eine große Trainingsgruppe, die Gruppe Training für Mensch und Hund. Da könnt ihr gern mit reinkommen. Ihr könnt Fragen stellen zu diesem Thema, wer sich noch nicht damit beschäftigt hat. Es ist wirklich eine tolle Sache. Und ich möchte gerade an Silvester, gerade in angstauslösenden Situationen, nicht mehr auf dieses Hilfsmittel verzichten. Gute Gefühle auslösen mit Markersignalen, das geht ganz klasse. Okay, das war es eigentlich auch schon für heute, weil wir haben